Im Spiel, so wie es jetzt ist, ist das Laden von Fracht eine sehr einfache Mechanik. Man geht zu einem Terminal, klickt auf Kaufen und bam, schon ist die Ladung auf deinem Schiff. Aber das wird sich in naher Zukunft ändern, denn dann wird es ein echter physischer Ladevorgang. Daher wird die Möglichkeit, Ladung mit der Hull-Serie extern zu befestigen, ein großer Vorteil für die Spieler und Spielerinnen sein. Die Misk Hull-Serie ist eine Reihe von Schiffen, die ausschließlich dazu gedacht sind, Fracht von A nach B zu transportieren. Diese Reihe besteht aus 5 Schiffen. Die Hull A, die Hull A ist die kleinste und die Hull I, die Hull E ist die größte. Je höher der Buchstabe, desto größer das Schiff, desto größere Mengen kann man transportieren und desto größere Entfernungen zurücklegen. Für die kurzen Strecken der Langstreckenfrachtflüge nutzt man die Hull A. Sie ist der Einstieg in die Hull-Serie und den Beruf des Gütertransporteurs. Die Hull-Serie ist darauf ausgelegt, die Fracht so schnell wie möglich auf das Schiff zu laden und wieder zu löschen. Die gesamte Ladung befindet sich also außen am Schiff. Es gibt keinen Frachtraum. Die Hull A ist also ein klassisches Schiff für Einsteiger, ein Ein-Personen-Frachter für Menschen, die diese Gameplay-Mechanik kennenlernen wollen. Es hat eine Flexibilität, die einige der größeren Schiffe der Hull-Serie nicht haben, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es voll beladen auf Planeten, in Hangars oder auf Pads mit all der Fracht landen kann. An Bord gibt es alles, was man für das Leben im Verse braucht. Es gibt ein sehr traditionelles MISC-Cockpit-Layout mit einem großen Armaturenbrett, das einen mit all diesen Knöpfen, Schaltern und Bedienelementen umgibt. Die Sicht ist nicht ganz so eingeschränkt wie bei der Freelancer, aber es ist im gleichen Stil gestaltet wie viele der MISC-Schiffe. Weiter hinten kommt man in den Raum mit der Luftschleuse für die Hybridkomponenten, in dem sich der Großteil der Komponenten befindet, sowie zum Eingang des Schiffes, der über eine Leiter an der Schiffseite zu erreichen ist. Wenn sich die Tür für den Zugang vom Boden aus öffnet, wird der Raum versiegelt, sodass keine Luft durch die Brücke oder die Wohnräume entweichen kann, die sich direkt dahinter befinden. Dort befindet sich euer Bett, die Grundausstattung für Essenszubereitung und ganz hinten im Schiff ein kleines Badezimmer mit der klassischen Toiletten-Dusch-Kombo und einem Waschbecken. Die Hull A wird noch vor dem Cargo Refactor veröffentlicht, das heißt, sie wird immer noch als Frachtschiff funktionieren, aber viele ihrer Vorteile werden erst im Laufe der Zeit freigeschaltet, wenn das Cargo Refactor fertiggestellt ist, also die Überarbeitung des Frachtsystems, und weiterentwickelt wird, sodass die Hull A zu einem immer stärkeren Frachtschiff werden wird. Die Leute wünschen sich schon lange die ganze Hull-Serie im Spiel und mit der Veröffentlichung der Hull A ist das jetzt Realität. Es war großartig, dass CIG sie herausgebracht hat und es hat dabei auch geholfen, einige der Probleme zu lösen, die den Release der Hull C verhindert haben. Die Hull A feiert in der kommenden Alpha 3.17 ihr kleines, aber sicherlich prägendes Debüt und wird mit Cargo Refactor in den nachfolgenden Patches weiter in die ihr zugedachte Rolle im persistenten Universum hineinwachsen. Als nächstes ist es an der Zeit für einen speziellen Location, einen speziellen Standort, Sprint Report. Also, los geht's. Beginnen wir diese Woche mit dem Blick auf die aktuellen Fortschritte beim Cloudscaping für den Planeten Hurston. Was wir hier sehen, sind die Ergebnisse der jüngsten Versuche, die Pipeline, die ihr bereits gesehen habt, komplett aus dem Substance Designer in Houdini zu verlagern, um mehr Simulationsdaten und ein besseres Shaping als bisher zu ermöglichen. For an increase in simulation data and better shaping than we had previously. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, um zu sagen, ob diese Wolkenlandschaft es in den Patch Alpha 3.17 schaffen wird oder ob CIG noch ein weiteres Quartal zum Erstellen benötigt. Aber wie bei allen Dingen in Star Citizen wird diese Verfeinerung des bestehenden Prozesses zu besseren und schnelleren Ergebnissen führen. Und wenn wir schon bei Hurston sind, lasst uns einen kurzen Blick auf Mariah Pure of Heart werfen, das Krankenhaus, das in der kommenden Alpha 3.17 nach Lorville kommt. Von allen Krankenhäusern, die wir bisher gesehen haben, ist dieses Jareds Favorit.
Die Kombination der strengen Architektur und der Haltung von Hurston mit dem wohltätigen Zweck und der Ideologie eines Krankenhauses ergibt ein wirklich einzigartiges visuelles Erlebnis und das gefällt ihm, erzählt er. Weiter oben und viel weiter draußen wartet ein Pyro-System auf uns. Nennen wir es in Ermangelung eines besseren Begriffs Space Boxing, also in Anlehnung an Skyboxing. Dieser potenzielle Hintergrund für alle Abenteuer in Pyro macht gute Fortschritte. Die Sterne, die subtilen Formen und Farben und die Wolkenformationen, durch die ihr tatsächlich hindurchfliegen könnt. Das alles bildet einen schönen Kontrast zu diesem Planeten und seiner blauen Atmosphäre, die ihr hier sehen könnt. Und wenn sich die Beleuchtung der Planeten bei Nacht oder Sonnenuntergang ändert, könnt ihr sehen, wie sich die Farben und Formen entsprechend verändern, was alles sehr cool ist. Darüber hinaus erstellt das Team im Pyro-System auch einige groß angelegte Weltraum- Point of Interests, also Punkte, wo wir hinfliegen können und spannende Dinge entdecken. Dinge, die sozusagen als Checkpoints fungieren können. Wie in der Whitebox-Phase so üblich, befindet sich CRG hier noch in der Anfangsphase, in der sie nur Formen aus Blocken ausarbeiten. Und bevor jemand ausflippt, der Bengal Carrier, den ihr hier seht, der dient nur dazu, den richtigen Maßstab zu zeigen. Im Laufe der weiteren Entwicklung werden noch Dinge wie die endgültige Geometrie und die Beleuchtung hinzukommen, um das Erlebnis noch weiter zu verbessern. Und wo wir schon in Pyro sind, lasst uns einen Blick auf die Yucca Brevifolia werfen, CIGs Weltraumversion des Joshua Trees. Der Joshua Tree, oder Joshua-Baum, das ist eine Yucca-Palme. Eigentlich keine Palme, sondern eher ein mehrjähriger Strauch, der typisch amerikanisch ist. Er wächst nur im Südwesten der Vereinigten Staaten in den trockenen Böden der Mojave-Wüste. Es wird vermutet, dass mormonische Siedler die Pflanze nach dem biblischen Propheten Josua benannt haben. Die Form der ausgestreckten Äste des Baumes erinnerte sie an die biblische Geschichte, in der der Prophet Josua seine Hände zum Himmel streckt. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist doch nur ein Baum. Nun ja, aber Jared dachte, er sieht wirklich cool aus, also müsst ihr ihn euch eine Weile ansehen. Es ist Jareds Show und er mag die trockene Rinde am Stamm sehr. Und oben im Weltraum arbeitet das Props, das Requisitenteam, weiter daran, eine ganze Reihe neuer, heruntergekommener, angepasster und einzigartiger Gegenstände für das Pyro-System zu bauen, um ein ganz anderes Erlebnis für das Leben und den Gesetzlosen, den Outlaw-Weltraum, zu visualisieren. Das sind wirklich coole Sachen und Jared möchte Joseph, Louis, Thomas, Dan, Stefan, Sophie und dem Rest des Teams ein großes Lob aussprechen, weil sie außergewöhnliche Arbeit geleistet haben. Schaut euch diese Müllberge an. Ekelhaft. Und großartig. Und ekelhaft. Natürlich haben einige dieser Outlaw-Stations heruntergekommene Weltraumkliniken an Bord, die das Team in Montreal ein bisschen aufgemöbelt hat. Und Jared möchte die Gelegenheit nutzen, um einige Leute daran zu erinnern, dass nicht alle Outlaws dreckige, eklige Slops, also Schlampen, sind, nur die, die sich in Pyro herumtreiben. Ihr schicken Outlaws da draußen, die ihr mit ausgestreckten Fingern Radagast-Whisky aus einer Teetasse trinken solltet, ihr solltet euch vielleicht in einem anderen System niederlassen. Zum Schluss wollen wir noch einen Blick auf die Weiterentwicklung der Colonialism Outposts werfen, also der Kolonisierungs-, der Kolonialismus-Außenposten, einschließlich dieser neuen Flüssigkeitstanks, einiger neuen Beleuchtungen. Brunnen, and new garden und neuer Gartenmodule, ja, Gewächshäuser. Und wir sehen, dass das die Zukunft ist wegen der Hexagons. Dann von einem Außenpostentyp zum anderen ein weiterer Blick auf die Whitebox-Phase von verlassenen Außenposten, den
Derelict Outposts. Wie bei allen Whitebox-Phasen ist dies ein wichtiger Schritt, um herauszufinden, welche Bereiche zu Albträumen für die Spieler- und NPC-Durchquerung werden und aus spielerischen Gründen daher angepasst werden sollten, bevor sich CRG an die endgültige Gestaltung macht. Aber insgesamt sind diese verlassenen Außenposten eine weitere Möglichkeit, um Geschichten und Missionen auf den Planeten und Monden von Pyro zu erzählen. So what did we learn this week? Ja, was haben wir also diese Woche gelernt, fragt Jared am Ende. Wir haben gelernt, dass die gesamte Hull A bereit ist, dem Persistent Universe ihren Stempel aufzudrücken, dass die Cloud-Tech-Pipeline weiter verfeinert und aktualisiert wird, wie wir es bei Hurston gesehen haben, und dass Pyro sich weiter zu einem Erlebnis entwickelt, das anders ist als alles, was es derzeit im Stanton-System gibt. Und dann steht Stella Fortuna vor der Tür. Da sollt ihr auch die Augen nach aufhalten. Ja. Dann möchte ich noch Programmhinweise geben. Wir haben gerade die Verse Night gestreamt am Dienstag, wo wir uns auch die Roadmaps angeguckt haben und auch über das Mighty Bridge Tool gesprochen, was offensichtlich hier zum Einsatz kommt bei der Erstellung der Wolken, wie wir hier im ISC gesehen haben. Wer das verpasst hat, den Stream gibt es auch im Nachhinein noch anzuschauen oder auch anzuhören als Podcast. Schaut dazu auf www.versenight.de vorbei. Da findet ihr alle Möglichkeiten über Spotify und Co. und natürlich auch auf YouTube. Das Medium eurer Wahl, euch die Versenight anzuhören. Mit interessanten Informationen und chilliger Musik, ausgesucht von Mitch van Heiden. Und wer sich einen generellen Überblick behalten möchte, der schaut bei Sitgos Verse News vorbei. Jeden Samstag gibt es da einen Überblick über alles, was im Verse und der Community gerade passiert. Jeden Samstag auf seinem YouTube-Kanal. Und der gute PsychShot, der streamt. Früher hat er immer vormittags gestreamt, das hat sich jetzt geändert. Und ja, guckt einfach in seinen Streamplan rein. PsychShot spielt nicht nur, sondern der schaut sich auch die aktuellen Videos und News an und bespricht das direkt mit der Community. Und das hat den Vorteil gegenüber den vorproduzierten Videos, dass ihr dort direkt Fragen stellen könnt und dann die entsprechenden Antworten erhaltet. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch weiterhin ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, alles Gute.